und dich dieses Modells bedienst, dass das Nadelöhrmodell und die Konstellation der Wächter zum verlassenen inneren Kind zusammenbringt, sodass man also hier sieht, aha, hier oben ist der innere Kritiker in Opposition zu dem Rebellen und das verlassene Kind mit den abgespaltenen Gefühlen ist jenes, das einem begegnet in der Zone des vermeintlich Unaushaltbaren. Da bist du ja konfrontiert mit dem Trauma deiner Kindheit, mit also jener Erfahrung, die damals, als die Gefühle, die du hattest, nicht integriert werden konnten, nicht gefühlt werden durften und daher in der Psyche ein Abspaltungsprozess stattgefunden hat, in dem Sinne, dass du die Unschuld und das Ungewordensein der Kindheit, wo es noch keine Identität zu verteidigen gab, die Unschuld des Kindes geht verloren in der Begegnung mit der traumatischen Kraft und die vorher ungespaltene Psyche zerspaltet sich in verschiedene Teile, damit diese Gefühle nicht gefühlt werden, weil sie zu dem Zeitpunkt tödlich wären, sie zu fühlen. Die können nicht verarbeitet werden. Daher fragmentiert sich die Psyche in einen inneren Kritiker, der vorwegnimmt, was draußen passieren würde, wenn du weiterhin authentisch bliebest. Das verinnerlicht man, ne? Dass man den Angreifer, den man draußen erfahren hat, verinnerlicht, sodass man einen Sensor, bevor man etwas äußert und von sich preisgibt, installiert, der guckt, ob das richtig ist oder nicht. Und du also nicht mehr authentisch fühlst, sondern deine Gefühle Gegenstand einer Zensur werden und die vermeintlich gefährlichen Gefühle nicht mehr kontaktiert werden, sondern außerhalb der Wahrnehmung gehalten werden, sodass nun Folgendes passiert, dass die ganze Psyche sich um diesen Kern bildet, der Kern ist nun zu vermeiden, dass diese nicht integrierten Gefühle wieder gefühlt werden. Und dadurch versucht man dann im Außen das zu verhindern und alles zu zensieren, was intensiv wird oder Konfrontation bedeutet. Und findet sich dann in einem Suchprozess wieder, weil man sich permanent gespalten fühlt. Und zum ersten Mal die Frage nach dem Sinn des Lebens auftaucht, oder wer du bist. Und je mehr du das suchst durch deine Wächter, desto weniger findest du, sondern die Suche ist von vornherein sinnlos, weil es die Gefühle sind, die abgespalten sind, die eigentlich gesucht werden, aber nicht gefühlt werden dürfen. In diesem Paradoxon befindet man sich und das ist zunächst mal die Tragik unserer
Zivilisation oder wie der späte Freud ja auch anerkannt hat, was eine große Leistung war, finde ich, dass er in dem Essay das Unbehagen in der Kultur die gesamte Psychoanalyse in Frage stellt und die psychoanalytische Bewegung sich brüskiert fühlt, weil Freud plötzlich kommt und sagt, es gibt einen Todestrieb, das hat ihm nicht gepasst. Also hat man damals dann den Begründer der Psychoanalyse aus der psychoanalytischen Vereinigung ausgeschlossen. So macht man das. Aber Freud war, den ich hervorragend und unterhaltsam finde, einer meiner schönsten Erlebnisse in der Studienzeit war, die Vorlesung über die Psychoanalyse von Freud zu lesen. Köstlich, köstlich. Ein Humor, ein brillanter Geist, ein unheimlich guter Erzähler auch. Und der hat dann eben gesagt zum Schluss, ja, lohnt die Zivilisation, ist der Preis nicht zu hoch? So, das sind natürlich Sachen, die dann die ganze therapeutische Konzeption eigentlich in Frage stellen. Das finde ich faszinierend. Habe ich mich jetzt doch zu weit aus dem Fenster gelegt und finde den Faden nicht zurück? Oh, der gibt mir einen Moment Zeit. Ja. Nun ja, so dass es man also sagen kann, dass unsere Gesellschaft geprägt ist von dieser Spaltung, ja, diese Spaltung auch unterstützt und eine Art Wächtergesellschaft ist, auch wenn sie demokratisch heißt, so haben wir doch, so ist es eine kollektive Konditionierung, so wachsen wir ja alle auf und geraten in die Spaltung und die offizielle gesellschaftliche Konsens ist, dass man eben mainstreammäßig hiermit durchs Leben kommen kann und ein schönes Leben führen kann. Und das verstärkt die Konditionierung. Und in dem Moment, wo du anfängst zu weinen, wenn dir nach Weinen ist, wütend zu werden, wenn dir was nicht gefällt, die Hand zu heben, wenn was nicht stimmt, dann kriegst du Probleme und merkt man gerade, glaube ich, in der letzten Zeit, dass da irgendwas ja, sich nicht gut anfühlt. Also wenn man so eine Aufrufe bekommt, man muss sich zusammenreißen und so. Ne? Und jetzt ist es eben schwere Zeit, man muss sich zusammenreißen und die Regeln einhalten und so. Damit vereinsamt man, weil das nur auf den inneren Kritiker münzt, den man in dir anspricht. Ne? Reiß dich zusammen, egal wie es dir geht. Das ist, geht. Guter Weg. Nein, wird nichts. Dadurch werden diese ganzen Gefühle zwar außerhalb der Wahrnehmung geführt, aber sie sind nicht weg, sondern sie beherrschen intrapsychisch die gesamte Psyche. Ne? Weil dein ganzes System darum kreist, unangenehme Gefühle zu vermeiden, dass deine Identität und kollektiv geht das auch nicht, ne? Wenn man da die Kräfte unterdrückt und nicht wahrhaben will, kommen die natürlich hoch, gesellschaftlich auch, durch rebellische Kräfte, die das ganze System in Frage stellen.
das geht nicht. Und dann beherrschen die das ganze System. Und das System, das versucht, sicherer zu werden, wird immer unsicherer. Und das Gefühl der Unsicherheit wird immer stärker. In diesem kollektiven Rahmen befinden wir uns, sodass man sagen kann, wenn man diese Arbeit anfängt und zu diesen vermeintlich unaushaltbaren Gefühlen der Instabilität und Unsicherheit und Angst runtergeht, den gesamten Druck der kollektiven Konditionierung auf sich lasten fühlt. Deswegen ist das so schwer. Und deswegen muss man Räume schaffen, in denen das überhaupt möglich ist. Aber ich glaube, wir erfahren gerade auch in diesem Seminar, wie schwer das ist. Wie schwer das ist. Warum ist die Zone unaushaltbar? Ja, weil die Wächter es nicht aushalten und weil in dir das Ganze wirkt, dass das nicht sein darf. Und es wie verboten ist oder lebensgefährlich. Wie oft habe ich gehört, die radikale Erlaubnis ist lebensgefährlich, wenn du einfach in deinen Körper reinspürst und alles erlaubst, dann kommen Ungeheuer hoch und überschwemmen dich und du bist tot, machst Selbstmord oder wirst verrückt. Viel sinnvoller ist es, das gar nicht anzurühren und zu unterdrücken. Da geht es dir tausendmal besser, möglichst das alles, was gefährlich ist oder dich instabil machen könnte, zu verbieten. Das ist viel sicherer. Das ist Irrsinn. Das ist Irrsinn. Völliger Wahnsinn. Dass man so weit gekommen ist, dass man sagen muss, oder auch Kräfte hervorruft, die sich gegen einen auflehnen, wenn man sagt, radikal erlauben, in den Körper zu spüren, den Körper machen zu lassen und zu gucken, was kommt. Und das alles, was kommt, zu erlauben. Dass da Psychologen und so weiter sagen, lebensgefährlich, kannst du nicht allein machen, kriegst du sofort drauf und so. Das ist verdreht, ne? Also es kommt rüber, das ist krass. Das ist, was soll das? Ja. Und das bewegt auch viele Leute in der Psychotherapie, so zu arbeiten, dass sie eigentlich damit eine Abhängigkeit, ja, Angst macht abhängig. Versetze die Leute in Angst. Oh, da kommt was ganz Schlimmes hoch, das kannst du gar nicht aushalten allein. Da brauchen wir Jahre. Setzen wir mal auf 4 Jahre die Psychoanalyse an, bis es vielleicht soweit ist. Klappt nicht. Danach wird ja immer die zweite Psychoanalyse angesetzt. Nochmal 4 Jahre, die Übertragung der ersten Psychoanalyse aufheben muss durch eine zweite Übertragung. Und die Psychoanalyse ist ja dann beendet, wenn der Klient die Schnauze voll hat und sagt, das ist scheiße, ich habe jetzt 2 Familienhäuser, 1 Familienhäuser meinen Therapeuten zugeschoben mit der ganzen Kohle, aber bin immer noch nur abhängig. Ne? Gab es ja auch damals Studien über die Psychoanalyse war ja sehr theoretisch verbreitet in Amerika auch besonders und auch Reich hat darüber sehr viel referiert in der psychoanalytischen Phase und gesagt, ja, Theorie ist ja, die ist super, ne? Ist echt gut, aber wir haben noch ein Problem mit der Wirksamkeit. Sie wirkt, warum wirkt sie nicht? Und das hat man auch, das hat sich auch weiter fortgeführt. Und in den 70er Jahren hat man dann eine Studie gemacht, nicht zuletzt wegen der Kriege, ich weiß gar nicht, Koreakrieg oder so, Vietnamkrieg auch. Und da hatte man die Kriegsveteranen und konnte jetzt ja nicht sagen, wie sollen jetzt 4 Jahre Psychoanalyse alle machen, bis die wieder, es geht nicht, wir brauchen was. Kurzzeittherapie, wir müssen erstmal eine Studie machen, ob die effektiv ist. Diese Studie hat man also dann durchgeführt und hat gesagt, so, wir untersuchen 50%, die haben eine Psychoanalyse und 50%, die keine haben, die in der Wartezeit hängen, bis sie zu einer Psychoanalyse zugelassen werden. Die meisten aber, die in der Wartezeit hängen,
sind gar nicht mehr zur Psychoanalyse gekommen, weil es ihnen besser ging mittlerweile ohne Psychoanalyse. Während die anderen, die Psychoanalyse gemacht haben, schlechter es ihnen ging und sie weitere Therapie bedurften. Und das war natürlich eine vernichtende Studie. Vernichtend. Ja. Das war immer das Problem, ne? Dass es nicht praktisch ist und dass nicht zuletzt auch Freud diese These auch gehabt hatte, dass hier Ungeheuer warten. Nee, sobald du loslässt mit der Kontrolle, kommen Ungeheuer hoch und überschwemmen dich und du wirst verrückt und vor allen Dingen auch gesellschaftlich untauglich. Nach meiner Erfahrung ist das eben genau nicht so, dass das Ungeheuer kommen, sondern dass eine wahnsinnige Kraft, deine ganze Lebenskraft daran gebunden ist, deine vitalsten Gefühle zu unterdrücken, dass du auch nicht das, was in dir böse geworden ist, zulassen darfst und zensieren musst. Das ist, geht auch in die Lebenskraft und ist zwangsläufig die rebellische Kraft. Ne? Wenn du so viel Unterdrückung, Repression in der Kindheit hast und diesen Teil ja intruierst, der den inneren Kritiker ist und dauernd sagt, so, dann hast du proportionale Gegenkraft, dass etwas in dir nicht leben kann, aber nach dem Leben lächst. Und das ist eine rebellische Kraft, die proportional in dir ist. Ob du das, viele können dir nicht zulassen und sind autoaggressiv. Dann geht das ganze, die ganze rebellische Kraft gegen einen selbst auch noch, sodass eine Art Allianz entsteht gegen dein wahres inneres Ich. Und das führt zu einer sehr leidvollen Verfassung. Sodass man sagen kann, ja, dann müssen wir jetzt, kommen wir auf die Idee kommen, ja, dann müssen, das muss jetzt weg. Irgendwelche Teile. Und ich muss sofort hier runter in die vitalen Gefühle und die fühlen und das ist es. Das geht nicht. Das geht leider nicht. Du bist ein gewordenes Wesen und ein einzigartiges Wesen mit einer einzigartigen Geschichte. Und die Teile haben dir das Leben ja wirklich gerettet. Ne? Das haben wir im Trauma gemacht. Sie haben, nehmen wir an, du hast einen gewalttätigen Vater, der sofort zuschlägt oder unberechenbar zuschlägt, dann kann man hier nicht den großen Rebellen machen, weil man vernichtet wird. Und dann hat dieser Spaltungsmechanismus der Psyche eingegriffen und gesagt, so, wir werden vorsichtig und wir spüren genau nach, wie die Situation, wie die Stimmung ist. Ich bilde mir ein, dass durch meine extrem traumatische Kindheit ich als Kind schon ein Sensorium entwickelt habe, fast die Gedanken des anderen zu lesen und jede Stimmungsveränderung frühzeitig zu registrieren, von welcher Seite die Bedrohung kommt. Na, da wird man wahnsinnig sensibel, um frühzeitig zu bemerken, kommt sie vom Vater, von Mutter oder vom Bruder und jede Stimmungsveränderung sofort, bevor der andere sie schon erfasst hat, selbst zu erfassen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen oder mich darauf vorzubereiten, dass da ein Schlag kommt. Und hatte auch, dass es häufig, wenn man so aufgewachsen ist, eine hypermnestisches Erinnerungsvermögen. Das heißt, ich bis vor kurzem, inzwischen schwindet es etwas, konnte ich dir sagen, beim Film, wer die Kamera gemacht hat, und wer das Casting gemacht hat, einfach dadurch, dass ich gesehen habe,
was im Vorspann läuft. Eine wahnsinnige Datenmenge. Aber das ist so, wenn du alles aufnehmen musst, um dich zu schützen, weil das lebensrettend ist. Auf der anderen Skala gibt es die Amnesie. Die wurde hier auch erwähnt. Dass man seine gesamte Kindheit vergisst. Außerhalb der Wahrnehmung hält. Das ist die zweite Möglichkeit. Ne? Wenn du nicht so bedroht bist, dass du wirklich auf die Fresse kriegst oder gekillt wirst, sondern das subtil läuft, dass du das gar nicht erfassen kannst, dann kann es, eine Theorie von mir, passieren, dass dieses Gemisch, giftige Gemisch, so unlösbar ist, dass man es komplett, dass es einen Teil gibt, der schützt dich vor dem Hochkommen dieser Erinnerungen, die dich dann in diese Irritation führen, der Doppelbindungen, die Eltern gemacht haben, die jetzt nicht zugeschlagen haben, weil da ist es offensichtlich, dass du scheiße Kinder hattest, die brauchen wir nicht idealisieren, aber wenn alles irgendwie gestimmt hat, gesellschaftlich konform war, aber innen drin die Scheiße lief, dass du nie umarmt worden bist, eigentlich nie geliebt worden bist, sondern es nur so getan wurde, im Grunde sich auch keiner interessiert hat, wer du bist, was deine Einzigartigkeit ist, sondern Hauptsache, dass du ein gutes Kind bist, das gesellschaftlich die Fackel hochhält, sodass die Eltern sagen können nach außen, wir sind gut und die Größten. Kind ist nur ein weiteres Statussymbol und Funktion, die es trägt. Und dann hast du es ist viel schwieriger. Dann konnte man Tennis spielen, lernte Klavier, hat auch viel Kultur gekriegt. Aber in Wahrheit war niemand daran interessiert, das so einzigartig dein Erleben, dass man das hören will oder haben will. Und dann wird es tricky, ne? Dann hast du immer, es war doch alles gut, wir haben dir doch alles gegeben. Denk mal an die Kinder in Afrika. Tja, da kann man nichts mehr sagen. Kann man nur sagen, tja, nee. Ja, angesichts der Kinder in Afrika. Jo, da kann man ja, muss man einfach tot. Jo. Und ich würde gerne, wenn das nun alles gesagt ist, dich einmal einladen. Ach ja, das wollte ich noch sagen. Ich hob ja damit an, dass du deine Wächter nicht wegmachen kannst. Ne? Du hast jetzt die Idee. Aha, habe ich verstanden? Ich will es fühlen. Darum geht es. Ich will meine abgespaltenen Gefühle fühlen, fühlen, fühlen. Nö, geht nicht. Bringt auch nichts. Weil die Wächter, du fühlst dann aus dem inneren Kritiker. Der innere Kritiker, kann man auch mit der radikalen Erlaubnis machen, ändert nur das Wertesystem. Jetzt geht es darum, dass du das richtig machst und richtig fühlst, du Idiot. Ah, ach so, ich muss jetzt nicht super funktionieren. Das ist scheiße, okay. Ich muss authentisch werden und jedes Gefühl fühlen. Los, mach das! Und du machst es nicht richtig. Und dann guckt der innere Kritiker immer, ob du richtig fühlst. Und dann hast du die gleiche Konstellation, nur mit einem anderen Wertesystem. Und das habe ich auch in meiner Zeit nicht selten gehört, dass Leute sagten, ich mach immer mehr radikale Erlaubnis, es wird immer anstrengender, ich kann mal nicht mehr. Ich muss es ja immer machen, um endlich ins Nadelöhr zu kommen und hindurch, denn dann bin ich frei. Wovon denn frei, bitte? Ja, von dem ewigen Konflikt mit meinen abgespaltenen Gefühlen. Dann brauche ich die Angst nicht mehr haben und die Wut, weil ich ja durch ein Nadelöhr einmal durchgekommen bin und bin unverwundbar. Ja, deswegen muss ich ins Nadelöhr. Und wann, ein innerer Kritiker, und wann, jetzt doch noch, jetzt mach doch, komm, und mach los, das muss jetzt, hier ist Seminar, wir haben noch eineinhalb Tage, muss durchs Nadelöhr, komm.
oder du hast versagt. Ich werde das genau überprüfen, ob du versagt hast. Wenn du nicht durchs Nadelöhr gekommen bist, bist du ein Versager. Und das habe ich schon immer zu dir gesagt. Und das hat sich auch hier wieder bestätigt. Nicht mal fühlen kannst du. So redet ja der innere Kritiker. Und ihr seht, wenn ich das so ironisiere, ist es funny, ne? Wird es funny. So, und das ist jetzt das Ding. Du kannst diese Teile nicht wegmachen. Sie gehören zu dir. Und sie haben einzigartigerweise dein Leben gerettet. Okay. Ohne sie säßest du nicht hier. Das heißt, sie haben dir dein Leben gerettet. Zu einem hohen Preis. Nämlich dem deiner Abspaltung und dem Verlust deiner Lebenslust und des Geborgenseinem Seins. Und daher ist es wichtig, da sie in dir leben und einzigartigerweise da sind, sie zu erkennen und zu fühlen, wie sie in dir wirken. Sie kennenzulernen. Die Fähigkeit zu erlangen, dich von ihnen zu separieren, in dem Sinne, dass du mit ihnen bist. Mit ihnen zu sein heißt, interessant, da gibt es eine Stimme, die gerade auf mich einhämmert. Es geht schnell, labert diese Stimme die ganze Zeit, man hört sie aber nicht, und fühlt sich scheiße die ganze Zeit. Und weiß, ich weiß nicht, wer ich bin, ist nicht gut. Weil man identifiziert ist, wenn man da ausgeliefert ist, dass man sich ständig nicht okay fühlt und in die Gefühle des verlassenen inneren Kindes kommt, sich nicht in Ordnung fühlt. Und merkt die Identifizierung nicht, ne? Sondern glaubt das Zeug oder hört es und merkt, die kann sich nicht von der Stimme trennen. Anstatt zu sagen, interessant, also ich bin ein Versager. Natürlich bist du das. Magst du mal so stark werden, wie du möchtest? Redet das nicht in Rage? Gerade wenn du einen Vater gehabt hast, der das Ding drauf hatte. Und wir Deutschen haben solche Väter ohne Ende gehabt, immer noch Auswirkungen der fatalen Nazi-Erziehung. Völlig alles verdreht. Wahnsinn. Die haben ja die Idee, vernichte die authentische Kraft um jeden Preis, töte die Zartheit. Und dann kann man was Neues daraus machen, das nichts mehr fühlt und die Welt erobern. Nicht zuletzt ja von Hitler. Deshalb ersonnen, weil er eine tragische Kindheit gehabt hat, wo der Vater ihn ja täglich geschlagen hat. Und eine Mutter, die inzestuös mit ihm verbunden war, aber dem Vater nie Parole gebeten hat. In diese Konstellation ist er hineingeboren. Und viele von uns sind das, weil das die Nazi-Erziehung einfach ist, die sich bis heute auswirkt, wenn nicht einer aufhört mit der Scheiße und sagt, stopp, mit mir hört das auf. Ich stelle mich den wahren Gefühlen meiner Kindheit. Ich entidealisiere sie und ich drehe mich um und sage, ihr müsst zu eurer Schuld stehen, sonst ist an mir kein Drumherumkommen. Wenn das keiner macht, sondern man sich in die Kette reinsetzt, ist dein Kind das nächste Ding, womit man das machen wird. Und dort wieder die Gefühle unterdrücken wird und die Kette wird weitergereicht. Ne? Dann hat dein Kind genau die gleiche Scheiße am Laufen und kann nicht fühlen. Wahrscheinlich dann in einer verbesserten Position, aber ungleich subtiler und kriegt ja das gleiche Problem. Ne? Und wenn man in dieser Weise sich
lernt zu separieren, seine inneren Stimmen genau hinzuhören. Go ahead. Und auch schwierig, den Rebellen, der ist potenziell genussvoller, das ist noch schwerer, sich von dem zu separieren. Weil der Rebell mit der Kraft kommt, dem Leben selbst das Wort zu reden. Kennt ihr, ne? Die Empörung. Jetzt reicht es. Scheiß Gesellschaft. Ihr Unterdrücker. Nieder mit diesen raffinierten Unterdrückungspakt. Die ganze Welt ist von diesen Schweinen besetzt. Sie trinken das Adenochrom der Kinder. Sie haben unter der gesamten USA ein Tunnelsystem aufgebaut, in dem sie die Kinder holen und dort sich an ihnen mästen, damit sie jünger aussehen und uns noch mehr ausbeuten können. Diese Schweine müssen wir entgegentreten, die Säue. Ja. Ja, das ist eine irre Kraft. Das ist viel geiler als ich tue, was ihr sagt. Und dann gibt es Leute, die hin und her switchen. Ne? Du hast, die sind ja nicht konstant. Die anderen Teile sind ja nicht weg. Und dann fängst du an, hast erkannt, dass die da draußen richtige Schweine sind. Das solche Säue. Und triffst dich mit anderen, die das auch glauben. Und jetzt geht es wieder los, dass im Namen dieser Rebellion bekriegen die sich gegenseitig und sagen, du musst richtig rebellieren. Wenn du falsch rebellierst, bist du der Verräter. Und dann baut sich das wieder erneut auf. Das heißt, man kommt der Sache nicht davon, man wird es immer wieder im Außen wiederfinden, was man hier in sich nicht erkennt. Genannt Projektion. Die funktioniert einwandfrei. Also das, was du in dir nicht findest, wird dir garantiert außen sofort begegnen. Und dann kannst du wieder sagen, da ist das Schwein. Mit mir hat das nichts zu tun, ich bin im Recht oder so. Und das ist das Denken, wie es läuft. Und jetzt ist das der große eine Schritt, dass man das in sich mitkriegt, was abgeht. Und dann, wenn man das also anfängt auszuhalten, ohne dem Sirenengesang zu folgen, kommt man natürlich sofort, steigen natürlich die Gefühle auf, die immer schon da sind, und aber deine ganze Psychologie speisen. Deine ganze Psychologie, jeder Gedanke, alles was du tust, fußt auf dieser Speisung. Das ist deine Identität. Diese Dreiheit ist deine Identität als eine Stimme. Das seist du. Die gibt es aber gar nicht. Und die ist total ambivalent, weil du dauernd unterschiedliche Stimmen hast. Und wenn du da anfängst, einen Schritt zurückzutreten und sagen, interessant, was passiert eigentlich gerade in mir? Dann wirst du diese Dinge finden und dann steigen, sobald du aus dem Griff ein bisschen raus bist, diese ganzen Sachen auf. Also die, das sind Komplexe, das sind Gefühle, sinnespezifische Gefühle, an denen Erinnerungen dranhängen, an denen andere Sachen, alles Mögliche dranhängen. Und die, wenn man bei ihnen bleibt, einen eigenen Schritt tun und sich befreien und Teil deiner Psyche werden. Sie gehören dann zu dir. Und sich deine Erinnerungsfragmente zeigen und sich das zusammensetzt. Und irgendwann merkst du, dass du ein volles Bild, du bist ein volles Symphonieorchester. Das ist die psychotherapeutische Erforschung. Interessant wird es, wenn dir die Sache anfängt, Spaß zu machen. Wenn du nicht mehr
glaubst, ich bin ein festes Ding und da sind die Gefühle und da ist die Neurose und ich bin was Festes. Und das muss ich verteidigen. Oder das muss ganz werden. Dann hast du ja immer dieses Feste in Opposition zu dem, was da ist. Das geht nicht. Das ist, dann macht dich fertig. Interessant wird die Sache, wenn man anfängt, diese Teile wahrzunehmen und zu genießen. Und richtig interessant wird es, wenn man mit dem Symphonieorchester, was man hat, anfängt zu spielen. Das würde ich nennen Kunst. Und das bringt Spaß. Und das bringt der Welt was Neues, was noch nie in dieser Form überhaupt hervorgebracht werden konnte, weil niemand diese Konstellation, so wie du sie erlebt hast, einzigartigerweise hervorbringen kann. Und in dieser Einzigartigkeit, dass du in keinem System mehr unterkommst, sondern etwas, wenn das Ganze sein darf in dir und du den vollen Zugriff hast, dann kannst du alles gestalten, was da ist, und wirst dann sehen, dass sich in dem Moment ein Gefüge ergibt, das nicht du geschaffen hast, sondern, und das ist meine Erfahrung oder Glaube, es kommt etwas Größeres durch dich hindurch.